So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mission, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe diesmal alles ein bisschen anders gemacht. Vor allem anders geskillt. Diesmal sind die Sniper schon Level 5. Mal gucken, was ich mit denen jetzt machen kann, wenn die da oben chillen. Kann ich das skippen? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe diesmal auch ein paar Scouts mit dabei. Und den Panzer werde ich wahrscheinlich diesmal ein bisschen weiter hinten stehen lassen, damit nicht zumindest die ganzen Lancer reinlaufen. Ja, ich habe diesmal drei Scouts dabei. Und nur ein Shock Trooper, ein Lancer und ein Ingenieur. Na, mal schauen, was mir das bringen wird. So, wie gesagt, vor allem die Lancer sind hier das große Problem. Kann ich mit meinem eigenen Scout schon den Scouter ausschalten? Okay, es kommt dann ziemlich alles auf den Map-Rand fast. Interessant. Shock Trooper, Lancer. Ich kann ja mal schauen, wo ich mit ihr so draufziehen kann. Was ist denn das? Was haben wir denn so? Ein Shock Trooper. Verschossen. Cool. Lohnt sich mega, immer wieder. Ei. Ich versuche es einfach nochmal. Mal gucken, wie hoch die Akkuratheit von denen wirklich ist. Das sind drei Schüsse. Verschossen. Bringt das wirklich irgendwas, was ich hier mache? Ich kann weiter versuchen, auch mit meinen normalen Truppen reinzulaufen. Weil wenn die eh nichts treffen, kann ich mir das auch sparen. Was ist denn mit dem da? Die treffen doch gar nichts. Was soll das? Trifft dieser Sniper überhaupt irgendwas? Da wir das hier so unbedingt mitnehmen sollte, was ist denn mit dem da? Keine Munition mehr. Alte 4? Nee, ernsthaft. Das ist doch schon wieder. Wozu habe ich überhaupt gelevelt? Hallo? Ja, okay. Zum Beenden, Dankeschön. Die haben drei Schüsse und treffen nix. Eieiei. Das ist schon. Naja. Hier. Aber ich glaube, hier habe ich schon geskillt. Das heißt, ich muss jetzt bei den Snipern bleiben. Uff. Okay. Also das mit den Snipern, das klappt noch gar nicht. Das spare ich mir. Ich nehme lieber da oben noch irgendwie zwei Sturmtrupps mit oder so. Völlige Platzverschwendung. Ernsthaft so. So. Hier können sowieso weit laufen. Nehme ich hier den Ingenieur mit. Und dann Alicia da oben. Ich hoffe, Alicia triggert irgendwen von euch. So, und dann hier unten Ascher, so Sniper. So, du dort an die Front. Du an die Front. Lance, dann möchte ich noch einen mitnehmen. Ah, noch ein Scout. Ich habe ja hier schon drei Scouts. Ich nehme noch einen mit. Mit die da vorne. Die Sturmtrupps, die können sowieso alles alleine aufräumen in einem Zug. Es lohnt sich gar nicht mal so sehr davon, so zigtausend mitzunehmen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Das sagt halt ein bisschen, dass die Sniper so kacke sind, dass sie einfach nichts treffen. Wenn die jetzt irgendwas easy treffen könnten, dann ist ja kein Problem. Die sollen auch noch wirklich gut werden, aber für jetzt sind die halt wirklich echt nicht zu gebrauchen. So, den Panzer lasse ich wieder da, wo er ist. Und zuerst muss sie. Okay, sie wird schon mal nächstes weggeballert, das ist schon mal ganz gut.
Davon wäre der erste. Ja, uns wird schon angeschossen. So. Der ist schon mal ruhig. Die beste Deckung. Eine Gegend wäre vielleicht da vorne. Aber ich glaube, die Sniper kommen ja auch nicht ran. Also wenn ich hier reinlaufe. Ist eigentlich easy. Achso, ist kann ich auch erst. Ah. Das klappt doch gleich viel besser. Okay. Nö, hier kann ich es doch eigentlich lassen. Ich dürfte hier alles haben, was mich abnerven. Was mich abnerven könnte. So, okay, dann nehme ich mal noch einen Scout. Mal gucken, was ich mit dem ankomme. Okay, da steht einer. Hallo, du. Er hat ernsthaft den Rest verschossen. Was für ein Penner. Also noch ein Shock Trooper, na klar. Keine Chance. Da müssen wir es mit einer Eindeutigkeit sinnlos rankommen. Muss jetzt wirklich noch einen benutzen. Kann sich schon von hier aus schießen. Na geht doch. Die Lancer können sich sowieso ins Knie ficken. Weil ich eigentlich meinen Panzer nicht mitnehme. Völlig sinnlos. Oh mein Gott, was? Ernsthaft, eine scheiß Mine. Wo ist denn mein Typ jetzt hingeflogen? Oh, sinnlos. Geil. Leute, das brauche ich jetzt gar nicht laufen. Ich nehme mal sie. Vielleicht komme ich mit ihr irgendwie ein bisschen weiter rein. Ohne von den Snipern sinnlos mitgenommen zu werden. Nope, das bringt gar nichts. Aber das bringt was. Macht aber auch kaum Schaden. Und viel weiter sollte ich mit auch nicht laufen. Das wäre schon Verschwendung. Okay, ich hätte jetzt noch einen Scout am Start. Ich weiß mal den anderen Shock Trooper. Wie komme ich mit dem denn? Ist doch irgendwo in Deckung gegen die Kack-Sniper. Ja, ich glaube, besser ist das wird's auch nicht. Ah, ich sehe nix. Und ich will noch eigentlich auf. Obwohl, doch, so könnte eigentlich gehen. Was ist denn das? Könnte ich eigentlich auch irgendwie von sich aus crouchen, dass nicht sinnlos mitgenommen werden. Cool. Komm, wenn ich mit dir so komme. Oh, die kommt relativ gut an. Blöd nur, dass der Penner so krass viel aushält. Dafür ist der raus. Oh, es hat auch schon ein halbes Leben in der Aktion verloren. Ich muss auf jeden Fall meinen Ingenieur ein bisschen besser reinbringen. Einen Lancer habe ich noch. Ich lasse ihn mal auch ein bisschen vorlaufen.
Ich glaube, hier hinten ist eigentlich die beste Deckung, die man so finden kann. Aktuell. Ja, ein Panzer. Spar ich mir jetzt. Ach, das war super. Ja, die Frage ist, wer braucht denn hier jetzt am dringendsten? Oh fuck. Ja, er steht nicht wirklich gut hier. Und er kann doch nicht ran. Mist. Ja, es braucht noch einen extra Zug. Ist auch nicht weiter wild. Den nehme ich mir schon. So, viel Spaß mit dem Heal. Ich hoffe, du genießt es. Oh ja, bis hier kommt er noch. Easy, okay. Lass ich noch stehen. Tja, sollte noch jemanden sinnlos schießen? Lieber nicht, oder? Ich nehme sie mal noch ein bisschen weiter mit. Mal gucken, ob sie irgendwie mitnehmen kann. Die stehen ja eigentlich so gechillt rum. Ja, es war einfach kein Schaden auf die Entfernung. Keine Chance. Ah, da. Sollen die Halter stehen bleiben? Scheiß Minen, ernsthaft. Nur deswegen jetzt schon sinnlos, einen Trupp zu verlieren. Ja. Schöne Unterstützung anfordern. Na, mal gucken, muss ich versuchen, auch sind das für ein Panzer jetzt drauf zu laufen auf meinen eigenen. Ach, sind das. Aber so nah ran dürften die eigentlich nicht kommen. Ich stehe auch relativ gut gedeckt. Ich kann mal. Was zum Fick. Ich kann mal gucken, ob ich nicht auch eine eigene Base habe. Damit ich auch mal ein bisschen Nachschub anfordern kann. Jetzt, wo da ein Dude raus ist. Ich mal schauen. Ich habe trotzdem weiterhin 10 Kommandopunkte. Ach doch, hier. Ja. Okay, damit habe ich schon mal einen neuen angefordert. So ist die Frage, wie kriege ich diesen Shock Trooper am besten raus? Wie kriege ich diesen Lancer am besten raus? Bei Einheiten, die noch lauern könnten. So ein Dreck. Und zumindest den Sniper könnte ich da versuchen auszuschalten. Gucken, wenn ich mit dir komme. Ohne dass sie sich sinnlos umbringt. Duck dich doch, Mädchen. Ah, hier kann ich mich ducken. Cool. Kommt sie da schon ran? Ah, reicht wohl nicht ganz. Vielleicht schon hier. 4 Schüsse. Hat so gereicht. Was für Penner. Aber in die Base komme ich wohl trotzdem nicht so leicht. Das sieht nicht so gut aus, oder? Ja. Ist hier noch alles cool? Kann ich das Ding vielleicht einnehmen? Die können eh nicht schießen.
thing's over. I'm going back to the farm. Den schütten Panzer. Careful, you're headed towards the machine. Doch. Cool. Damit habe ich auf jeden Fall auch schon mal verhindert, dass da sinnlos Verstärkung kommt. Ja, ich kann sogar in Deckung gehen noch. Geil. Ehre. Das war die beste Aktion, die ich je gemacht habe. Jetzt hätte ich auch deutlich Verstärkung holen können. Naja, gut. So, was haben wir jetzt hier alles? Okay, ich habe nicht mal Sniper erledigt. Mist. Der eine Shock Trooper da, das sowieso. Sinnlos krass geschützt, oder? Ne, der steht da einfach nur. Boah. Was da noch alles steht, ist ja. Ich kann sie eigentlich gleich mehrmals nehmen. Versuchen aufzuräumen. Danach nehme ich einfach den Ingenieur und heile sie einmal voll hoch. Jeder Kill zählt. Ja, hier kann ich doch mindestens ein paar mitnehmen. Okay, mit denen kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen vorrücken im Idealfall. Also wie der da steht. Damit ist das jetzt auch nicht verschwendet und da ist direkt noch einer, den ich mitnehmen kann. Okay, ich muss relativ viele Ziele. Das ist ganz geil. Ich nehme direkt nochmal. Und RIP-Kommandopunkt. Ihr Penner. Kann ich damit sich sogar noch ein bisschen vorrücken? Die noch jetzt keine Truppen mehr. Das verhindern könnten. Okay, gut. Zu geben. Der steht jetzt hier extrem scheiße. Aber wenn ich nochmal benutze, kann auch den Lernzettel wegballern und noch in Deckung gehen. Oder? Klar. Perfekt. Und damit stehe ich nämlich noch in der Deckung. Easy peasy. So, als nächstes. Ich müsste mal die Panzer ein wenig vorfahren lassen. So viel Lands haben die auch fast schon gar nicht mehr. Da oben stehen dann auch drei Panzer auf einmal. Sehen wir noch den hier. Guck, ob ich bis in die Deckung komme. Also hier kann ich auf jeden Fall easy crouchen. Ah, der Typ hat trotzdem so viel sinnlose Verteidigung, dass ich da kaum was machen kann. Okay, hier sieht es echt schlecht aus, was Abwehr angeht. Ja. Hier hinten sieht schon fast ein bisschen besser aus. Kann ich nicht den Typen dann noch ein bisschen was mitgeben? Dass der da so unnötig viel aushält. 22 Schüsse. Nein! Okay, die steht hier echt ein bisschen sehr beschissen. Das macht doch fast keinen Unterschied, wo sie steht. Wie viel habe ich denn noch? Noch drei. Ja, ich nehme jetzt mal ein bisschen mit vor. Mal gucken, ob es was bringt. Wenn da ein Lancer da eh noch sinnlos campt, kriege ich den irgendwie.
Ach, safe nicht. Okay, nächste Runde ist dann auch fort. Ach, hätte ich erst auf ihn geschossen. Okay, ich kann mir noch holen. Ich will eigentlich in Lago noch ein bisschen mit vornehmen, aber. Jetzt, wo der eh steht. Hält nämlich auch der sein Maul. Gut. Ah ja. Gute Deckungen sehen trotzdem anders aus. Ganz ehrlich. Viel mehr zu tun gibt es für sie erstmal nicht. Ah, mal gucken, wie das gleich wird. Aber gut gedeckt sind eigentlich alle. Es dürfte kein riesiges Problem sein. Ja, da gibt es schon mal keine Verstärkungen mehr. Dafür gibt es da oben eine Verstärkung. Nur klar. Aha, und da war der Ton wieder weg. Dieser eine Penner da killt mein Ton jedes Mal, so wie es aussieht. Ja, geil. Es macht echt super Spaß, ohne Soundeffekte zu spielen. Ich hoffe mal, dass es kein, oh Gott, kein längerfristiges Problem wird. Weil jetzt auch echt hier so unangenehm in den Ohren knackt. Auf einmal trauen die Lancer sich raus, nur um sinnlos auf meinen Panzer zu schießen. Das gönnen sich aber auch volle Kanone. Wortwörtlich. Ach, ernsthaft. Dieser eine Panzer steht einfach across the map. Denkt sich so, yo. Schon geil. Verstärkung ist da. Muss ja nur noch sie retten gehen. Kann ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich nehme erstmal mal ihn und gucke, ob ich nicht irgendwie weit reinkomme. Schießen auf irgendwas. Aber das könnte klappen. Ja. Ist nämlich auch der weg. Ducken hat er keinen Bock mehr. Okay. Ich könnte jetzt nochmal nehmen, um. Jawohl. Schon relativ weit weg. Schwer zu sagen, sondern ist wegen diesem Panzer da. Wo ist denn eigentlich mein Ingenieur? Ich lass mal den Panzer ein bisschen losfahren. Dieser eine Lancer hier findet das ja sowieso. Super geil hier zu chillen. Tja, aus der Welt geballert, in der Penner. Ja, sobald die keine Lancer mehr haben, sieht es sowieso schlecht für die aus. So, er hier dürfte echt einen Shock Trooper, den einen Lancer ohne Probleme holen. Ja, das hat sich damit auch. Wie der Ton. Der hat sich ja auch. Tja, Problem ist nur, dass es hier absolut fast keine Deckung gibt, die irgendwie sinnvoll ist. Das ist schon ziemlich kacke. Da muss er stehen bleiben. Jetzt hat dieses riesige Gebiet hier vor mir. Verstärkung haben die nächste Runde auch noch. Jetzt irgendwie durchrennen, das wäre schon. Ich könnte bis auf den Panzer da hinten schießen. Okay, mal gucken, was ich mit Lago komme.
weil ein Panzer wird dich safe aus deiner Entfernung eh nicht treffen. Obwohl er denkt, dass der eh was aushält. Obwohl, jetzt eigentlich schon fast Zeit, um einfach durchzurennen. Da ist nur so eine Einheit drin, so, das ist auch ganz nett. Vielleicht komme ich auch irgendwo ran. Ohne gleich vom Panther zerfickt zu werden. Es gibt ja fast kaum Deckung. Und drei Panzer. Looks like the wind's really picking up. I suspect it's a sandstorm, Lux. These Badlands are infamous for sandstorms, bad enough to drop visibility to zero. I see. That'll make it tougher to spot the enemy until the storm blows over. Ein Sandsturm, okay. Yes, but the hiding within the sandstorm is a valid tactic. Okay, das heißt, die sehen viel schlechter. Soll ich sie einfach durchrennen oder was? Das klingt nach einer schlechten Idee. Vielleicht sehen die mich ja echt nicht. Naja, das ist natürlich ein Shocktrooper. Da ist eine Mine, sehr geil. Ja, also hier stehen bleiben. Nicht so geil. Ich sehe keinen Weg da rein zu rushen. Oh, sie schafft's nicht. Fuck. Mist. Also der lange Außenweg wäre auf jeden Fall besser gewesen. 1, 2, 3 Panzer. So sinnlos. Ja, die AP da sind auch schon richtig weit runter. Watch me dance. Hunks to my left, Hunks to my right. Lauf doch hier drüber. Sinnlos, so komme ich da auf keinen Fall weiter. Schreibe mit den ganzen Panzern. Ich versuche mal, ihn zum Ende Panzer zu bringen. Kann ich damit auch meine eigenen Panzer heilen? Ah, dann kann ich's. Oh. Ist sogar easy wieder voll. Nice. Das heißt, so komme ich vielleicht durch. Okay, ich habe noch einen mehr. Ach, ob er es vielleicht bis zur Alicia schafft? Ja, okay. Das heißt, über die erste Runde kann ich noch wieder Support anfordern. Aber die Jung ist eben auch nicht so geil. Okay, wenn ich hier stehen bleibe, ist echt kein Problem. Okay. Mal gucken, was das gleich geben wird. Ich werde bestimmt für die nächste Runde mit meinem Panzer weit vorfahren müssen. Ah, da kommt die Verstärkung. Wie viel hat er angefordert? Die ganzen Panther ziehen sich gerade sinnlos zurück. Ja. Die chillen jetzt alle in der Base da hinten. Ah, vielleicht komme ich ja trotzdem rein. Ist dann schon wieder aufgehört? Okay, erstmal anfordern. Oh, ich kann sie direkt wieder reinholen? Cool.
Sinnlos, aber cool. Ein Sniper, ein Shocktrooper und die Panzer schnell natürlich trotzdem noch weiter herum. Okay, ja, ich werde mir eine Panzer jetzt nehmen müssen. Dann mal ordentlich losfahren. Cannot enter. So, es das heißt, dass ich hier gar nicht weiterkomme oder was? Die anderen Panzer können es doch auch. Ja, hier komme ich vorbei. Okay. Netter Treffer. Den Panzer jetzt sinnlos mehrmals die Runde einsetzen. Kostet ja auch unnötig viel CP. Komme ich mit ihm nicht irgendwo besser ran? Ey, der verschießt doch easy, oder? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas trifft. Oh, doch, hat was getroffen. Okay. Da würde ich sogar sagen, lohnt drüber nachdenken, den Panzer nochmal einzusetzen. Einfach um dafür zu sorgen, dass das noch wirklich raus ist. Obwohl, kriegt das mal in der Panzer überhaupt gebacken? Wenn da rechts nämlich gar nicht. Ah doch, wenn er trifft, dann reicht's. Okay, ein Panzer weniger. Okay, hier komme ich nicht weiter. Scheiß drauf. Die Hauptsache ist, dass ich dort jetzt erstmal die Reichweite habe, um die Panzer der Gegner auszuschalten. Das ist aber auch ein riesiges Feld ohne Deckung. Ich schau mal, wie weit ich mit dem Scout hier komme. Ich zumindest bis in den Schützengraben komme. Oh, hier hinten ist doch perfekt. Ich kann zwar nicht crouchen oder so. Und ich bin zumindest halbwegs sicher. Hier ist eigentlich ganz geil, hier bleibe ich. Das dürfte schwer werden, ihn da zu treffen. Okay, viel wichtiger wäre es, wie komme ich an den Shocktroopern vorbei? Da ich da keine Sniper habe. Was ist denn mein letzter Trupp? Sie. Brauche ich erstmal nicht. Ich würde sogar schon fast sagen. Kann ich denn die Munition von dem Lago nachfüllen? Das wäre mal ganz interessant. Ich nehme mal sie mit. Sie heißt Wüsten, das ist interessant. Weniger HP, okay. Wo zum Teufel bin ich überhaupt? Da muss ich lang. Okay, da kann sie bleiben. Okay, ich habe noch einen Punkt übrig. Ich würde ihn schon fast nutzen, um den Ingenieur weiter in Stellung zu bringen. Vielleicht kann ich auch gucken, wie, ob ich bei dem Lago irgendwie die Muni nachfüllen kann. Da wird's gehen. Wie kann ich die Munition nachfüllen? Ich kann auf ihn drauf schießen. Sinnlos? Das würde irgendwie den Sinn eines Supports killen. Egal, ich lasse es einfach hier. So. Hinterm Panther steht er ganz gut.
Mal gucken, was passiert. Ein Panzer pro Runde killen ist ja schon nicht so schlecht. So, Gegner auch schön Verstärkung. Die jetzt müssen da Base hinten rumcampt. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Hä? Was ist denn Teufel? Dreht sich einfach ein bisschen. Kommt wohl nicht voran. Nur so wenig wie ich. Sagen die jetzt wieder einfach sinnlos zu schießen? Ah, doch, natürlich. Okay, aber nur auf den Panzer. Die sollten den Panzer auf gar keinen Fall schaffen können. Dazu ist er eigentlich zu tanky. Und der Ingenieur ist auch da. Die Matte scheiße schon, wenn die einfach auf mehr Leute zu ballern sind. Okay, das ist halt Panzerleben gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Sniper haut erstmal Nago schön in die Fresse. Und noch ein Sniper. Was ist denn das? Oh, der Sandsturm ist wieder da. So, meine eigene Verstärkung ist auch am Start. 10 Kommandopunkte. Mindestens 3 Einheiten sind da hinten drin. Da hinten steht noch deine Panzer. Ich glaube nicht, dass ich so irgendwie weiterkomme. Ein Panzer sehe ich jetzt eh nicht mehr. Nein, Leute blocken auch zu hart. Das wohl Schaden gibt. Fahr doch rückwärts. Sinnlos, das Drehen kostet auch schon so viele Bewegungspunkte. Aber hier kommt wenigstens drüber. Ich könnte jetzt irgendwo hinschießen. Doch, das ist doch der Panzer. Ich hoffe zumindest, dass es der Panzer war. Auf jeden Fall ist diesen Ingenieur hier nehmen. Und dann mit dem Panzer noch ein bisschen heilen. Nicht, dass es nur drauf geht. Ja, und damit lasse ich ihn auch. Die Frage ist, wie komme ich da sinnlos rein? Vor allem am Panzer vorbei. Ich nehme erstmal sie mit. Vielleicht kann ich ja... Es gibt hier auch halt kaum Deckungen, die sich irgendwie sinnvoll nutzen lassen. Da hinten wäre eine. Aber jetzt muss ich es nochmal benutzen dafür. Ah, das heißt gar nicht. Die sind nur skripiert. So habe ich es immer schon mal. Okay. Da hat einer gechillt. Uns Gott sei Dank nicht gesehen. Das könnte vielleicht sogar bis dahin laufen, oder? Ah, nein, das ist gar keine Deckung. Nun. Ich könnte mich auch versuchen, dahin zu verschanzen, aber... Mist. Ich könnte es nochmal benutzen, um wirklich in Deckung zu gehen. Ich benutze es mal ihn hier. Vielleicht kommt er bis dahin. Wo sie ohnehin schon ist.
Was haben die denn alle gegen die Wüste? Kommt schon, Leute. Er glitscht erstmal auf diesen Stein fest. So, weiter ist das geht's nicht. Okay, wie kann ich noch weiter vorrücken? Nochmal einen Panzer nehmen, ist glaube ich jetzt ziemlich ungeil. Sie können es vielleicht auch bis dahin schaffen. Kann ich auf irgendwas schießen? Ich erkenne halt nur fast gefühlt gar nichts. Gut. Die steht auch erstmal in Sicherheit. Jetzt habe ich alle meine Scouts da vorne. Ey, wenn da ist gleich der Mörser reinkracht, kann ich mich auch ins Knie ficken. Okay, ich nehme sie noch mit in die Deckung. So. Okay, wen habe ich noch? Ich habe noch zwei Züge. Ja, Lago noch ein bisschen mit vornehmen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Den einen da werde ich aber auch nicht mehr los. Die Schüsse werde ich wohin nehmen müssen. So, noch hier von den Schocktrubern mit und dann. Ja, war's das auch. Ja, gleich den Panzer hier nehmen. Gut. Ja, mal gucken, wie das gleich wird. Okay, sein Sturm hört doch nächste Runde wieder auf, glaube ich. Ja, sind das viele Verstärkungen. Der bleibt konstant bei 7 Punkten. Panzer rücken sinnlos vor. Schieße natürlich auf meinen eigenen Panzer. Gut, dass die meinen Panzer sehen. Ja, irgendwas tut sich. Ah, der zweite Panzer ist, glaube ich, so weit vorgerückt. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon. Boah, sinnlos, die Sniper. Vor allem, die sehen das auch durch den Sandsturm. Ich habe durch den Sandsturm einen Scheißdreck gesehen. Ah, na großartig. Keine Chance, um diesen Panzer vorbeizukommen. Ich müsste mindestens 4 Truppen ausschalten. Ich habe keine Deckung. Okay, pass mal auf. Ich versuche mal ein bisschen Scheißdreck. Nee, ich will nicht überschreiben. Neuer Safe, mir ganz lieb. Okay. Ich versuche mal mit den paar, die ich habe, durchzulaufen. Mal gucken, was es geben wird und ob der Panzer mich jetzt sinnlos fickt. Wenn ich hier durch eine Granate werfe, kommt die so weit, die Granate? Ne, natürlich nicht. Aber gut, wenn ich mich da hinstelle, ist eigentlich auch schon fast scheißegal. Obwohl die Deckung hier sinnlos aufgeben. Kill ich nicht selbst. Hammer. Hammer. Oh fuck. Ich bin zwar weg da. Weil eventuell können die drei Scouts es auch schaffen. Wenn ich nah genug an den Shock Trooper rankomme.
Ja, easy. Jetzt muss ich noch die Sniper ausschalten und dann habe ich es doch eigentlich. Ich kann so noch ein bisschen näher rangehen. Weil Counterfeuer haben wir, glaube ich, keins. Hi. Was geht ab? Okay, wie viele Punkte habe ich noch? Oh, mehr ist genug. Wenn ich jetzt ganze Sniper hier nach und nach abräume. Ein einziger Schuss. Easy. Ich kann sie doch gleich entdecken lassen, glaube ich. So, jetzt gleich noch mal schießen. Mal gucken, was es bringt. Ja, macht er auch easy. Ich blute ihn gleich nochmal. Das ist sowas von die Mission gerade schießen. Dass ich an diesen sinnlosen Panzer vorbei muss. Ja. Besser als jeder Sniper. Huha. Der freut sich. Er weiß, was gut für ihn ist. Okay, jetzt muss ich nur noch ein letztes Mal die Scout hier nehmen. Nicht so nah Panzer vorbei, wenn es geht. Die Basis einnehmen. Und dann war es völlig sinnlos. Geil. So kann man eine Mission natürlich dann auch gewinnen. Operation complete. We took their base. So, Lago ist hoffentlich noch am Leben. Hier auf 15.000 EP und 21.000 Geld. Ich habe so relativ viele Einheiten diesmal ausschalten müssen. Hab dafür auch nur den C-Rang bekommen. Na danke. Neuer Stuff. Okay, jetzt muss ich kurz checken, ob Lago noch am Leben ist. Das wäre sehr doof, wenn nicht, ansonsten kann ich auch gleich meine EP verteilen. Aber dürfte auf jeden Fall noch da sein, oder? Ja, doch. Kein Problem. Kein Problem. So, ich hoffe, dass mein Sound wieder normal ist. Okay, was? Ach nein, ich komme nur rum. Hello, Will. Oh. Okay. Dann kann ich die jetzt alle kaufen? Admit. Potential Info. Ah, okay. Damit sehe ich auf jeden Fall. Hier. Okay, dann kann ich mal durchlesen, was sie also können. Okay. Das sehe ich mir später mal an. Das lese ich mir mal in Ruhe durch. Auf jeden Fall ist ein bisschen weiter leveln. Ja. Die Sniper sind auf jeden Fall noch zu schlecht. Ich sehe da jetzt keinen Sinn drin, die sind nur zu leveln. Die Scouts hingegen, die haben ihren Job gerade extrem geil gemacht. Ja, Ingenieur für 1300 geht auch gut klar. Lancer auch noch mal eins mit hochziehen. Einfach damit die nicht sinnlos hinterbleiben, wenn man ein Panzer drauf gehen muss. Okay, wie viel habe ich noch? Komm schon. Ach, wieder knapp zu wenig. Naja, gut. Ich will die 3000, die ich habe, und lasse, wo sie sind. Ja. Schade, dass ich jetzt so sinnlos für die Sniper investiert habe. Das hat sich fast gar nicht gelohnt. Okay, mal gucken, ob es Neues für den Panzern für neue Waffen gibt. Oh, die Akkus sind wirklich teuer. Heilige Scheiße. Okay, nichts Neues. Nichts. Akkuratheitsboost, na klar. Der war gut. Nichts. Neue Uniform.
Mehr Abwehr ist immer nice. Und dasselbe für die Lancer. So, Side-Upgrade. Cool. Mehr Akkuratheit dafür, dass das Ding jetzt schon komplett voll ist. Leck mich doch. Okay. Da bin ich auch eigentlich schon fertig. Na gut. Ich würde sagen, das war eigentlich jetzt genug für die Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn wir gucken, was genau sich dieser lose Wüstenkampf gebracht hat. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.